Wie lange muss ich denn hier warten? Ich bin Alice Schwarzer. Wenn ich schon beichte, will ich auch direkt drankommen. Sonst finde ich das frauenfeindlich und gehe wieder. Nein, Alice, wenn man seine Sünden nicht beichtet, kommt man in die Hölle. Das ist ein Ort, wo die verrücktesten Gestalten des Universums hausen und wo kein menschliches Leben möglich ist. Ja, da hast du Scheiß, das ist ja gut zu kennen. Natürlich, ich bin am Niederrhein aufgewachsen. Ach, aber... Aber ich habe nicht gesündigt, im Gegensatz zu dir. Ich habe auch nicht gesündigt. Ich bin der angesehenste Bischof von ganz Deutschland. Das stand sogar in der Zeitung. In welcher? In der ADAC Motorwelt. Komm, du Weihrauchkiffer. Dein Haus ist in Limburg, hat 6-mal so viel gekostet wie geplant. Das ist doch ein Skandal. Nein, 6-mal so teuer wie geplant. Das nennen nur die in Limburg Skandal. In Köln würde man sagen, seriös finanziert. Aber du hast den Papst gegen dich. Der will doch, dass wir alle leben wie der heilige Franziskus. Das tue ich auch. Der heilige Franz hat mit den Vögeln gesprochen. Und auch ich habe seit vielen Jahren eine Meise, aber... Die fliegt immer weg, aber ich krieg dich noch, du Luder. Der Papa kriegt dich. Ach. Und Tebi, was ist mit dem ganzen Prunk, die teuren Möbel und deine Klamotten mit Gold und Brokat? Meine Kleidung ist kein Luxus. Sie passt zu einer Zeremonie, die für viele in der katholischen Kirche die wichtigste im Jahr ist. Was, die Messe? Nein, der Christopher Street Day. Ah. Aber du bist eine Sünderin. Das ist heiliger Stuhl, was du da redest. Ich bin ein Opfer. Weil mich die Schweizer Banken an die Presse verraten haben. Die wollten mir schaden, weil ich gegen Bordelle kämpfe. Du übertreibst, Alice. Du kannst nicht ernsthaft Schweizer Banken mit Bordellen in Verbindung bringen. Warum nicht? Bordelle haben seriösere Kundschaft. Aber ich habe nichts gemacht. Ich hatte nur 3,5 Millionen Euro in der Schweiz. Vergessen. 3,5 Millionen Euro ist viel, meine Schwester. Dafür könnte man viele gute Dinge kaufen. Eine Schule für die dritte Welt oder für meine Residenz eine neue Klobürste. Aber ich komme da straffrei raus. Du musst vor Gericht. Du hast Steuergeld verschwendet und du hast verhindert, dass dich und deinen Bau einer überwacht. Ach Quatsch, ich wurde immer überwacht vom Herrn. Ich habe ihn selbst noch gefragt, lieber Gott, siehst du absolut alles? Ja, und was hat er geantwortet? Ja, ich sehe alles, bis auf Lanz, da schalte ich um. Und was machst du jetzt? Ich wandere aus, der Papst will mich im Vatikan unterbringen. Da habe ich auch schon eine bescheidene Wohnung gefunden, die mir gefällt, nur ein einziger Raum. Und deine Möbel nimmst du mit? Nein, die passen vom Stil her nicht in den Petersdom. Ah. Petersdom? Da hast du doch nicht mal eine Küche. Ha, ich brauche auch keine Küche. Ich habe auch so immer die Pfanne heiß. Und? Wird das jetzt hier mit dem Beichten noch was? Ach, du heilige Scheiße. Die nachfolgenden Beichten verzögern sich noch um 2 Wochen. 2 Wochen? Warum? Da drin sitzt Uli Hoeneß. Oh!